Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Nach langer Zeit mal wieder. Ich habe jetzt eben noch ein bisschen gesucht und so, ne? Jo, wir werden hier Eurotalk 2 spielen. Ich habe auch schon ein Profil angelegt. Einfach aus dem Grund, da man den Sound nicht vorher editieren kann, bevor man im Spiel ist. Und dann war es so laut und dann habe ich gar nicht verstanden. Voll blöd und ich hoffe, das passt jetzt. So, dann gehen wir da gleich mal rein. Ich habe einen Map-Mod und ganz, ganz viele Trailer-Mods und auch einen Licht-Mod und auch einen Schwertransport-Mod. Für die ganz, ganz schweren Sachen transportieren können. So, wir befinden uns hier noch im Tutorial. Aber was ich gleich machen werde, ist das hier aus. Und zwar werde ich komplett ohne HUD fahren. Also auch nicht dieses komische Navi da rechts unten, wo ich jetzt gerade mit der Hand drauf zeige und das gar nichts bringt. Weil ich das nicht sehen konnte. Also hier so rechts, ne? Rechts unten in der Ecke ist und so heißt der Navi. Ich auch nicht benutzen. Und zwar glaube ich, das könnte ganz lustig werden, wenn ich mich dann mal verfahre. Jo, vielleicht auch etwas nervig, aber ich versuche einfach realistisch zu halten. Wir haben auch in manchen LKWs ein eingebautes Navi und dann werde ich das natürlich benutzen. So, tun wir mal eben den Motor zu starten. So, wir müssen einen immer ein. So, hier haben wir auch gleich ein eingebautes Navi drin, wie man hier sieht. So, dann können wir mal die Kameraperspektiven durchschalten. Hier ist 1 Innenansicht, 2 Verfolgeransicht, 3, 4, 5, 6, 8 und das war's. War natürlich in der Innenansicht und fahrt fort. Zur Zeit, dass du deine Lieferung machst, verwende den Root Advisitator. Den Root Advisor, damit du weißt, wo du dich befindest und wo es hingehen soll. Um mehr zu fahren, drücke F1. So. Du bist jetzt ein Navigation. Also, das meine ich, das werde ich nicht benutzen. Du bist jetzt ein Navigationssystem namens Root Advisor, das dir jederzeit zur Verfügung steht. So. Der Root Advisor gibt Aufschluss über deinen aktuellen Status, hilft dir Informationen zu momentanen Auftrag und weist dir immer den richtigen Weg. Wenn du Spuren erbrochen ist, kannst du den Root Advisor Alter, ne. Dieser Name, ich wählt gar nicht. Also, du weißt, wenn eine Funktion und das zum Schnellzugriff zugewiesen, von dem du auch während der Fahrt Gebrauch machen kannst. Die entsprechenden Tasten werden im Root Advisor angezeigt. Dein Status, momentane Geschwindigkeit, Alu-Klettergang, Schadens- und Kraftstoffanzeige, Müdigkeit, E-Mail-Hinweis, Uhrzeit und Kontostand. Inhalt der momentan ausgewählten Seite, also vielleicht werde ich das mal benutzen, wenn ich stehe. Also nicht während der Fahrt auf jeden Fall. Also hoffe ich, dass ich mich dann halte. Inhalt der momentan gewählten Seite, Seitenumschalter, Wechsel zwischen Navigationsgerät, Auftrags- Beschreibung, LKW-Zuschauer und Kurznachricht. Die Navikarte zeigt den aktuellen Standort als blauen Pfeil. Wenn du gerade einen Auftrag hast, wird die kurze Route zum Ziel dargestellt. Am unteren Rand befinden sich die Schätzwert für die verbleibende Strecke und Fahrtdauer. Um die verschiedenen Zoom-Stufen zu schalten, drücke F5 oder Schaltfläche auf dem Bildschirm. Wechsel Auftrags. Auftragsbeschreibung F6. So, hier. Die Auftragsbeschreibung fasst zusammen, was du gerade fährst und wohin. Sie zeigt dir, wann du erwartet wirst, wie viel Zeit noch übrig ist und wie viel Geld du erhältst, wenn du die Fahrt pünktlich und unbeschädigt ablieferst. Wenn nötig, kannst du den Auftrag auch abbrechen, dann wird jedoch eine erhebliche Strafzahlung fällig. Auf der Seite Zustand siehst du, wie stark... Ja, ich war nur etwas verwirrt von dem Steam-Ding da unten... wie stark der LKW und fachbeschädigt sind LKW. In einer beliebigen Werkstatt, es gibt in jeder Stadt eine, repariert werden. Der Schaden an der Fracht hingegen ist bleibend. Also pass auf. Also hier passt, ne? Seht ihr? Steckst du mal irgendwo fest, kannst du über die gelbe Schaltfläche einen Abschleppdienst rufen, der dich gegen eine Gebühr zur nächstgelegenen Stadt bringt und dir hilft, den LKW wieder zum Laufen zu bringen. Das ist alles, was du über den Root Advisor wissen musst. Du kannst das Tutorial durch Drücken des Hilfe-Buttons jederzeit erneut aufrufen. Und um zum Spiel zurückzukehren, drücke F1. So, jetzt bei F3 drücken, um den Root Advisor auszuschalten, weil wir haben hier unten unser kleines Navi. Als ich dir eingestellt habe, so ist bereit. Folge der Anweisung auf der... Ja. Oh, der war schon an. So. Oh Gott, was transportiere ich? Transportiere ich jetzt
Schwerlast, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch gleich so ein Riesending. Nein, nicht so. Hier die Zahl. Ich weiß nicht. Sieht groß aus, aber ich glaube nicht. Das sah nur gerade etwas sehr groß aus. Ja. Hier eins. So. Das kommt davon, wenn man plötzlich das zu. So, ich fahre also außerdem auf einfache Automatik, weil ich kein Lenkrad habe. Mal gucken, ob wir hier durchpassen. Das ist sehr knapp gewesen. Also ich werde versuchen, so ordentlich wie möglich zu fahren. Warum kann ich nicht playen? Ach, jetzt muss ich doch die ganze Einstellung hier für das Profil vornehmen. Dann mache ich das mal kurz und wir sehen uns gleich wieder. So, das Wichtigste eingestellt. Ich hoffe, das passt jetzt. So. Los geht's. Warten wir noch kurz, bis da die Autos wechseln. Könnt euch noch ein bisschen vorbei. Ach, ich liebe diese Spiegel da vorne. Warum kann ich nicht fahren? Weil der LKW aus war. Kommt mal vorbei, dann können wir rein. Natürlich erstmal eine Ampel, was jetzt sonst. Oder bremst stark. Also, ich habe zwar die Bremse ziemlich runtergefahren. Und da sehen wir schon einen neuen Aufleger. Von. Ich glaube, das ist Eis, oder? Ich glaube, das ist Eis. Das ist auf jeden Fall eins der Mods. Normalerweise sind das unreale für mich. Wurf das Betriebsgerät und findet die Entladestelle. Sie ist mit einer Leuchtmarkierung gekennzeichnet. Wenn du sie trotzdem nicht sehen kannst, wirf einen Blick auf dein Navi. So. Hier schön nach links. Wir sind jetzt halt auf der rechten Spur gefahren, aber das wird trotzdem funktionieren. Sein LKW, wir dürfen das. Dafür alles. Auch das sind alle schwächer als wir. Und hier geht es auch schon gleich links rein. Ach, ich dachte ja, schaltet sich automatisch aus. So, noch kurz cool unseren Kopf aus Fenster strecken. Ja. So. Naja. Jetzt kommen wir zu LKW-Parken. Das ist das Ding da hinten dran. Ich werde es immer versuchen, aber bevor ich mir einen totalen Schaden meiner Fracht einfange, werde ich es lassen. So. So kleine Info, ich habe es jetzt noch nie geschafft. Außer in den anderen Simulatoren beim ETS-2. Vielleicht habe ich mir keine Mühe gegeben oder ich kann es einfach nicht. Etwas weiter links. Nein, das war die falsche Richtung. Gucken wir nach hinten raus. Oh, wir schaffen es. Wir schaffen es, Leute. Wir schaffen es. Ich glaube, da müssen wir noch einmal rausholen. Jo, einmal noch mal kurz vor. Ich werde besser drin stehen. Das sah doch ganz gut aus, meiner Meinung nach. So, und ja, falls ihr Gesprächsthemen habt, jetzt irgendwie ansprechen könnt, weil jetzt ist nicht das spannendste Spiel mit der krassesten Story. Einfach mal in die Kommentare damit. Ich hab's geschafft. Lol. Ich hab 21 Minuten gebraucht. Wollte ich mich verarschen. Ach du Scheiße. Ja, so die erste. Die erste Dingens. Die erste. War vielleicht erst länger. Aber. Ja. Aber was auch immer. Weiß ich jetzt gerade irgendwie selber nicht, ne? Und wer jetzt gemerkt hat, dass ich einen Cut gemacht hat, der ist toll. Ja, einfach mal. Toll, ne? So, wir fahren gleich fort und sehen unsere kleine Firmenzentrale. Genau, die ist eine Firmenzentrale. Das ist eine sehr schlichte Garage. Nicht besonders, aber immer ein Anfang. Warum stehen da zwei Autos davor? Es ergibt keinen Sinn, dass hier zwei Autos stehen.
darf da höchstens eins stehen. Von mir. Allerhöchstens. Naja. Leider hast du noch nichts, was du doch abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Okay. Also hast du mal genug Geld verdient und die Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und deine Geschäfte von hier betreiben. Viel Glück. Ja, werde ich hoffentlich haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen es geben wird, aber ich hoffe mal ein paar. Ich kann sofort schon ansehen, okay. Dann wechseln wir gleich mal auf Fähigkeiten. Und wir werden als erstes das hier leveln, weil man dafür immer schön viel Geld bekommt. Danach kommt Fernfahrten. Vielleicht ein bisschen Spaß an der Fahrweise. Auch wenn wir die erst brauchen, wenn wir einen eigenen LKW haben, weil weniger Kraftstoffverbrauch. Die mag ich nicht so sehr. Schon eher das. Ja. So, dann wenden wir das jetzt an. Und gucken mal. Anstelle Auftrag. Was machen wir denn jetzt mit unserem eigenen LKW machen? Preis pro Steckeneinheit passt. Einfach bekommt man dann richtig wenig. Von nach München ein paar Autoteile könnten wir jetzt fahren. Ja gut, das machen wir auch gleich. Hier könnten wir auch für Aldi fahren. Aldi, DHL, ach, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch mal gucken, ob jetzt alles mit Turm passt. Wir sehen uns gleich wieder. So, haben wir den Turm passt jetzt alles. Wir nehmen gleich den Auftrag an und starten. Ne? Mal gucken, ob es irgendwann gibt. Mit dem wir bekommen. Das passt schon. So, und Auftrag annehmen. So, unser Navi schalten wir natürlich aus. Und wir machen den Motor an. Also wir haben jetzt zum Glück wieder ein eingebautes Navi. Was war das? Alles um einiges erleichtern. Hoffe ich natürlich. So, hoffe ich nur. Ach ja, stimmt, wir haben das Teil schon. Hab ich ganz vergessen. Also. Den lieben guten Auflieger. So. Jetzt hier gleich nochmal nach rechts. Ich glaube nichts. Ich habe vergessen auszuholen. Hoffentlich datsche ich jetzt irgendwo dagegen. So. Ich habe schon ein paar Kilometer, wie man vorhin gesehen hat, auf meinen alten Account gefahren. So um die 7000. So ein kleines bisschen Erfahrung habe ich. Das Problem ist, alles ziemlich lang her, weil ich zur Zeit nicht mehr so viel Bock auf Eurotag hatte. Ich mag das Interieur von dem Wagen. LKW. So, ich werde einen kleinen Umweg machen. Ich würde noch das Fragezeichen da vorne. Wisst ihr, was das ist? Was? Die war grün! Ach, geil. Ja, yeah, ich werde ordentlich fahren, soweit das möglich ist. Oh, fuck. Über eine Rotampe. Die ist aber grün. Oh, es funktioniert. Wir haben gleich einen Volvo entdeckt. Aber ich mag das Design hier innen drin. Also man kann alles schon lesen. Ich meine, ich habe jetzt nicht den größten Bildschirm. Und da muss das Detail schon gut lesbar sein. So. Mal gucken, was uns hier schon der AI, Better AI Mod macht. Ach ja, was ich noch machen wollte, euch die Karte zeigen. Das ist auch das letzte Mal, dass ich die Karte einfach so aufmache. Und ja, ihr seht, also das ist schon viel, was hier dazu kommt, ne? Hier unten ist dann noch Ägypten, Libyen, Algerien ist da unten irgendwo noch. Da oben Dänemark, das ist sowieso schon dabei. Hier Polen, Griechenland, gibt es ganz viel. Also schon krass, was es jetzt ganz neue Sachen gibt. Sollte auf jeden Fall für hoffentlich viel Fahrspaß sorgen. So. Da links geht's zu Aldi irgendwo abgelegen. Ich weiß gar nicht, warum ist so schwach. Oh Gott. Oh Gott. Okay. So, der hat wieder den geilen Scheinwerfer. Scheinwerfer. Den geilen Spiegel da vorne. Ich mag den einfach. Darauf passe, wenn es Nacht wird, damit wir dann rechtzeitig das Licht anschalten. Aber wir sehen ja das, wenn die anderen auch das Licht anhaben. Noch eine Ampel? Ach ja, da vorne wahrscheinlich bei der Kreuzung. Sehen wir gleich, vermute, wir dürfen hier nur 50 fahren, deswegen stelle ich mir mal mein Tempomat auf 50. Das
Geh nach links, also wechseln wir auf die linke Spur. Ja, das war auch richtig so. Biegen links. Schnell! Boah, ich dachte echt, ich wäre. Ich bin rübergefahren, ne? Fuck. So, wir haben Post, die gucken wir jetzt auch gleich am nächsten Rastplatz an. Weil keiner würde jetzt einfach sein Laptop oder Handy. Na, es würden wahrscheinlich viele machen. Versuche es alles mal ein bisschen realistischer zu machen und deswegen werde ich das nicht machen. Hier ist wieder noch Ärger von der Polizei bekommen wegen Handy am Steuer. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber vielleicht gibt es ja dann deswegen Ärger. So. Ich glaube, hier darf man noch 40 nach oben fahren. Wenn wir noch gleich auf 40 bleiben. So, für Stickmod wird dann wahrscheinlich auch irgendwann noch dazukommen. Ja, also so nach und nach immer mal wieder was, ne? So, da ist natürlich noch nicht so viel Power. Wenn wir uns einen eigenen LKW haben, den können wir natürlich schön auftunen und schön Power reinhauen. So. Hier haben wir natürlich auch schon den Schaltspiegel. Ich brauche mich gar nicht rauslehnen. Wie gesagt, sich geil, wie der sich einfach durchs zune Fenster, das sieht man hier ganz schön rauslehnt. So, wir fahren nach München. Das ist geradeaus. Das ist dann blöd, weil so wie ich mich kenne, vergesse ich dann ganz schnell mal, wo ich hin will. Und ja, dann stehe ich vor dem Schild und denke mir, fuck, wo wollte ich hin? Das wäre etwas super optimal. So, wir werden natürlich schon mit 90 fahren. Schön im Rahmen der Verkehrs... Ach nee, ich dachte, ich fahre schon 91. Dopti-dopti-do. Natürlich fahre ich wieder nur, spiele wieder nur in 1400p. Einfach wegen dem Bildschirm. Aber ich hoffe, das ändert sich an Weihnachten. Mal gucken, was sich da machen lässt. So, gehen wir wieder rechts. So, hier steht zwar wieder auf 120 fahren. Ich traue dem aber nicht. Ich habe schon viel zu oft darauf vertraut. Ich werde einfach auf der 90 bleiben. Vielleicht gibt es auch irgendwie so ein LKW-Limit. So, wir gucken uns mal kurz unsere Fracht an. Vielleicht ist auch so ein LKW-Limit nur 90, aber ab 100 bekommt man auf jeden Fall Strafen. Oder über 100, ich weiß, vielleicht darf ich auch noch 100 fahren. Steht es hier irgendwo hinten drauf? Upsala. Okay, ich erkenne hier gerade nichts, auf jeden Fall. Ja, wir sehen hier auch... Alter, ne, das ist so schwer, so zu fahren. Und dann noch mit Tastatur. So, wir sehen hier auch, schönste das Zeichen drauf, das haben wir uns gerade gekauft. Das konnten wir den Auftrag gar nicht machen. Wir wählen den in Ansicht, um das alles ein bisschen leichter zu haben. Jetzt bestimmt die Kurve, das sollte uns eigentlich keine Probleme machen. Also ich merke es gleich, wenn uns aus der Strecke haut. Gott, oh Gott. Ich werde bremsen, ich werde bremsen. Uiuiui. Hatte ich doch die Lenkfähigkeit des LKWs überschätzt. Oder ich denke, ich habe es überschätzt. Vielleicht haben wir es geschafft. Aber vielleicht ist es auch gefallen, dagegen gedonnert und alles wäre kaputt gegangen. Und Riesenkatastrophe wegen Unfall mit gefahrenen Gütern. Und ja, das wäre dann eher suboptimal gewesen. Ja. Ist ja auch, der LKW wurde auch schon ein bisschen gefahren. Hat schon 81.000 Kilometer auf dem... Anzeige-Ding da stehen. Und da vorne kommt unsere kleine Raststätte, auf der wir uns kurz die Post angucken. Das läuft ja alles wie geschmiert, ne? So, jetzt mal heimlich was trinken, ne? Und es überhaupt keinen Sinn ergibt, warum ich sage heimlich, wenn ich es euch davor erzähle, aber Baum eben. Habe ich schon erwähnt, dass wenn ihr Gesprächsthemen habt, die in die Kommentare schreiben kann? Ich glaube schon. Ich erwähne es aber nochmal, einfach kurz aus Prinzip nochmal so. Hier, wir tanken natürlich. Wir stehen da nicht nur rum, um unsere E-Mails zu lesen. Wir tanken ja natürlich. Wir haben Post. F8, sagst du? Ah, ne, das war... Achso, okay. Dann hier. E-Mail. Brandneue MAN-LKW eingetroffen. Sehr geehrte Damen und Herren, als zertifizierter Händler von MAN-LKW
bieten wir eine große Auswahl unterschiedlicher Ausführungen und können darüber hinaus individuelle Anpassungen vornehmen, die kleine Wünsche offen lassen. Besuchen Sie doch mal unsere Ausstellungsräume in München. Die Zugmaschine, von der Sie schon immer geträumt haben, können Sie hinter unseren Türen erwarten. Mit freundlichen Grüßen, M. Einhändler. Da werden Sie jetzt gar nicht hingucken müssen, weil es viel zu teuer ist. Also, wir haben jetzt erst, wo steht das hier, knapp 2000. Das heißt, der Mod hat funktioniert. Aber warum nur knapp? Das verstehe ich gerade nicht, aber es ist bestimmt gut so. Also, wir zahlen einfach mal, das kostet uns ja nichts. Dann legen wir unserem Arbeitgeber ein bisschen mehr auf die Tasche und können uns sicher sein, dass unser Tank nicht leer geht. Der würde wahrscheinlich auch so nicht leer gehen, aber nur mal sicher, ne? Warum? Tisch! So, und schon unser Arbeitgeber fast um 1000 Euro ärmer. Schalten wir das wieder aus und weiter geht's. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie muss ich mal zweimal auf Motor drücken, bevor der was macht. So. Können wir rausfahren. Und natürlich geht's gleich weiter mit Full Speed. Ich soll mal gucken, ob es irgendwelche Mods gibt, wo man... also nochmal AI-Mods, weil... fährt da doch etwas wenig hier um und das ist etwas komisch. Ja. Würde denn echt, glaube ich, so eben nicht passieren. Ne? So, wir haben auch noch schon ein schönes braunes Schild mit Hopfland Hallertau, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich hoffe einfach, das stimmt. Und wenn nicht, dann schlagt mich in den Kommentaren tot. Nein, ich meine nicht. Ich verzichte, okay? Und da quietscht mein Stuhl. Ich hoffe, das hört man nicht. So, ist auch wieder schön auf unser, gleich auf unsere Reisegeschwindigkeit von 90 km/h. Dupp-di-dupp. Und ja, auch schön ein kleines Detail, einfach ein. Das ist ein Bagger, aber der transportiert Stämme. Also irgendwie ja doch, dann irgendwie nicht, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schön. Lieber ins Detail, also die Welt sieht auf jeden Fall schön aus. Auch eine schöne Schallmauer ist das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, das ist eine. Ja, sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Es gibt auch noch... Oh, das... Da habe ich mich zu sehr auf die schöne Natur hier konzentriert. Nein, die Welt sieht auf jeden Fall mäßig geil aus. Oh, Tunnel, geil. Ja. Ich vermute einfach mal, unser Navi da ist nur ein Route Advisor und nicht ein... Smartphone, weil sonst würde das Handy da unten keinen Sinn ergeben. Aber ich verstehe, warum wir uns so ein tolles Navigationsgerät leisten können, dass wir automatisch mit unserem LKW verbinden können und dann sagt, dass es in welchem Gang und so... Fuck, ich hab das Lied nicht angemacht. In welchem Gang und so wir sind kaufen können, aber uns dann kein besseres Handy als das da unten leisten können. Ja. Ne? Spielelogik, sage ich da nur. So, da ist jetzt alles ganz gut. Ich habe einfach keine Ahnung, worüber ich reden soll. Ich habe einfach nichts, ne? Gar nichts. Ja, ne? Achtung, scharfe Kurve. So scharf wird die schon nicht sein. Jetzt wird mal wieder rechts fahren. Ja, locker, sage ich mal. Locker. So. Am Moment geht's rechts runter. Da blinke ich hier mal, dass ich rechts runter will. Ich weiß gar nicht, ob man da blinken muss. Ich habe mir das einfach angewöhnt. In den Stunden, in denen ich schon Eurotag gespielt habe. So, wieder 40 beschleunigen. Nein! Passt so circa. Hier können wir wieder Gas geben. Wieder reingeht. Mal gucken, wie schnell man hier fahren darf. 70. Dann werden wir 65 fahren, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Das Auto fährt etwas langsamer. Wahrscheinlich nur 60, vermute ich.
Und das sind wir schon in der Stadt, das heißt erstmal abbremsen auf geschmeidige 50 km/h. Das Bremssystem ist ja schon ziemlich krass. Also wenn man da mal kurz auf die Bremse tippt, dann ist der gleich auf 0, ne? Erst auf 100 München, da war dumm. Ach, das nervt aber, dass das die. Brems, 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 brems. Ich unterschätze eindeutig die Bremsen. Wir müssen nach geradeaus, also alles gut. Was ich kurz sagen wollte, und zwar, wenn ihr unbedingt dieses Navi da am Rand wollt, also das hier, nicht das hier, das war die falsche Taste. Das hier, also wenn dann so, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Zwar braucht es auf jeden Fall nicht zwingen. Ich denke, es könnte eigentlich ganz lustig werden, wenn ich mich da mal hin und wieder verfahre. Weil ich weiß, wo es hingeht. Aber wenn das unerwünscht ist, dann werde ich mich natürlich daran halten. So. Schon langsam wieder drüber. Oh, unser Vater, das hat schon gar nicht beeindruckt, dass wir da wo drüber gefahren sind. Sieht auf jeden Fall im Rückspiegel so aus. Wir müssen links. Oh Gott, ich weiß genau, wo wir sind. Ich hasse dieses Gelände, ne? Ich hasse es einfach nur. Er ist natürlich wieder was suchen, auch wenn das jetzt nicht ziemlich schwer aussieht. Na, es sieht doch nicht so schwer aus, weil wir keine LKWs neben dran stehen haben. Andere Richtung. Stück in die Richtung. Doch mal ausholen. Sah schon ganz gut aus. So, das haben wir geschafft. Wir haben in dem Zeit 2 Stunden 40 Minuten gebraucht. Und verbrauchter Kraftstoff sind 90 Liter. Was ich jetzt sagen wollte, wahrscheinlich sind wir schon im zweiten Level. Zweites Level. Ja, sind wir auch, aber ich meine eigentlich im zweiten Part. Ich werde die Parts einfach so schneiden. Also ich werde es nicht jedes Mal Hallo und Tschüss sagen, ne? Also. Nur um das kurz zu erwähnen. So. Preisverstängereinheit. Da bekommen wir 3. Komm, von München. Einfach mal machen.